herzlich willkommen. Heute spreche ich über lebendige Steine. Lebendige Steine, das ist ein Begriff, der von Petrus stammt. Er hat Menschen verglichen mit den Steinen in einer Mauer. So wie eine Mauer stabil und groß ist, wenn sie aus starken, stabilen Steinen besteht, so können wir uns auch ein gutes, starkes Leben bauen. Das, was wir tun, die Dinge, zu denen wir uns entscheiden, die können zu einem guten Leben beitragen. Und zwar ein gutes Leben für uns selber, aber auch ein gutes Leben für alles und jeden auf Gottes großer Welt. Ich habe hier einen Haufen Steine. Und jeder dieser Steine ist unterschiedlich. Kein Stein ist wie der andere. Jeder Stein hat seine eigene, lange Geschichte. Einige Steine sind groß, andere Steine klein. Manche haben eine raue Oberfläche, andere sind ganz glatt. Manche haben Ecken und Kanten, andere sind eher rund. Das ist wie bei uns Menschen. Kein Stein ist genau wie der andere und kein Mensch ist genau gleich wie ein anderer Mensch. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Wir Menschen sind lebendig. Wir können etwas tun. Wir können uns bewegen und handeln. Wir können denken und fühlen. Wir können uns entscheiden, was wir tun oder nicht tun. Und so, wie wir uns entscheiden können, habe ich mich für einen Stein entschieden. Und mit Hilfe dieses Steines möchte ich euch auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Ich habe Situationen gelegt mit den Steinen, die ich aus meinem Leben kenne. Hier seht ihr ein Klassenzimmer. Manchmal stehe ich vor den Schülern in meiner Klasse. Wenn du die Steine anschaust, wo wärst du in diesem Klassenzimmer? Hier habe ich Menschen nachgelegt, die Fußball spielen. Hier habe ich einen Pausenhof nachgelegt. Einige Kinder spielen Ball. Andere verbringen die Pause zu zweit, zu dritt oder zu viert. Einige Kinder sind lieber alleine. Schau dir die Steine an. An welcher Position wärst du gerade gern? Hier habe ich eine Familie oder Freunde, die an einem Tisch zusammensitzen, gelegt. Vielleicht essen sie gemeinsam oder spielen ein Spiel. Es wird sicher viel geredet und hoffentlich auch viel gelacht. Manchmal wird auch gestritten. Das gehört auch dazu. Ab und zu möchte ich aber meine Ruhe haben. Und dann bin ich froh, wenn ich einen Ort finde, an dem ich mich zurückziehen kann, wo ich meine Ruhe habe, wo ich alleine lesen oder spiegeln kann oder einfach nur für mich sein darf. Hier habe ich Menschen dargestellt, die sich eng zusammenstellen. Wenn Menschen verwirrt sind oder sogar Angst haben, dann hilft es ihnen oft, wenn sie mit anderen zusammen sind. Zusammen ist man stark. Zusammen kann man sich gegenseitig helfen oder trösten. Man kann sich mit Informationen versorgen oder auch mit guter Laune. Allerdings hier ist ein Stein alleine. Was glaubst du, wie fühlt sich ein Mensch, der so alleine ist in einer verwirrenden Situation? Was könnte man tun, damit es den Menschen besser geht? Meine Steine haben sich für dieses entschieden. Sie rufen den Stein. Und siehe da! Das hat ja prima geklappt. Hoffentlich geht das im Leben öfters so. Im Moment sieht unser Leben aber anders aus. Eher so. Wir sollen Abstand halten. Aber halt, eigentlich stimmt dieses Bild nicht. Es ist ja wohl eher so. Viele von uns sind mit Familien zusammen. Und zum Glück sind wir nicht einfach Steine. Wir sind lebendig. Wir können etwas tun. Wir können Brücken bauen zu den anderen. Vielleicht können wir jemanden anrufen oder mit jemandem
Nachrichten austauschen, chatten oder vielleicht können wir ein Mail schreiben. Ich habe einige von euch schon auf der Straße gesehen und wir haben uns nett unterhalten, auch mit Abstand unterhalten. Vielleicht hast du schon Spiele gefunden oder erfunden, die man mit Abstand spielen kann. Das würde mich sehr interessieren. Wir sind eben nicht tote Steine, wir sind lebendig. Wir können etwas tun, wir können uns ein etwas besseres Leben bauen für uns und die anderen. Das ist doch ein guter Gedanke. Mich würde interessieren, wie du im Moment Situationen in deinem Leben erlebst. Vielleicht kannst du einmal hinausgehen und Steine sammeln. Lege sie so hin, wie du einige Situationen aktuell in deinem Leben empfindest. Oder vielleicht kannst du die Steine so hinlegen, wo du gerne wärst, in welcher Situation du gerne wärst. Und dann kannst du ein Foto machen oder eine Zeichnung und die kannst du mir vielleicht per Mail schicken oder du bringst sie in den nächsten Religionsunterricht mit. Ich wünsche dir alles Gute. Ade.